Über Minijobber oder das Minijob-Verhältnis gibt es wahnsinnig viele Mythen und Irrtümer, die immer mal wieder im Internet kursieren und auch in so unterschiedlichen Social-Media-Gruppen zu lesen sind. In diesem Video räume ich einmal auf damit und du bekommst die 5 wichtigsten Fakten über das Minijob-Verhältnis. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und jeder kennt den klassischen 450-Euro-Jobber. Den gibt es in der Form nicht mehr, weil das 450-Euro-Jobverhältnis ist jetzt das 520-Euro-Jobverhältnis. Seit dem 1. Oktober 2022 können Minijobber nämlich 70 Euro im Monat mehr verdienen. Aber grundsätzlich an der Berechnungsart und Weise von Minijobbern hat sich erstmal nichts verändert. Da es zu dem ganzen Thema Minijobverhältnis aber, ja, ich würde mal sagen, wahnsinnig viel Halbwissen gibt, dachte ich, ich nehme mal ein Video auf mit den 5 wichtigsten Fakten, die du über das Minijobverhältnis kennen solltest. Den ersten Fakt, den ich ganz häufig auch falsch höre, ist, dass ein Minijobverhältnis nicht brutto gleich netto für dich als Arbeitgeber kostet. Das heißt, wenn du als Arbeitgeber einen Minijobber beschäftigst, was du übrigens als Einzelunternehmen, als Freiberufler ohne Probleme tun kannst, dann sind nicht 520 Euro deine tatsächlichen Kosten, denn es kommen noch Lohnnebenkosten dazu. Es stimmt, in vielen Fällen bekommt der Arbeitnehmer brutto gleich netto. Das heißt, der Arbeitnehmer hat keine Abzüge. Du als Arbeitgeber hast aber tatsächlich Lohnnebenkosten. Und zwar je nachdem, was du wählst und wie dein Arbeitnehmer versichert ist, in Höhe von 20-35%. Und um euch da einfach mal ein Beispiel zu geben, gehe ich mal davon aus, dass ich in meiner Selbstständigkeit einen Minijobber beschäftige und diesen Minijobber 520 Euro zahle. Welche Lohnnebenkosten kommen für mich dann noch dazu? Das ist einmal 15% Rentenversicherung. Als Pauschale. Dann gibt es eine 2% Steuerpauschale und zwar für die Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer. Und dann gibt es noch 3 Umlagen. Und zwar einmal die Umlage U1, das ist der Aufwendungsersatz für die Entgeltfortzahlung bei Krankheit des Minijobbers und die beträgt 0,9%. Also Entgeltfortzahlung bei Krankheit. Die Umlage U2 ist für die Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft und Beschäftigungsverboten während der Schwangerschaft, die beträgt 0,29% und die Umlage U3 die liegt bei 0,06%. Das ist eine Insolvenzgeldumlage. Das heißt, dass hier die Minijobber auch abgesichert sind. Diese Beträge gehen zusammen einmal im Monat an die Minijobzentrale. On top muss ich noch für die gesetzliche Unfallversicherung einen Beitrag leisten, und zwar in Höhe von 1,3%. Das bedeutet, dass für mich als Arbeitgeber die Kosten für einen Minijobber nicht bei 520 Euro liegen, sondern in diesem ganz konkreten Beispiel 19,55% höher liegen. Das heißt, es kommen noch Lohnnebenkosten in Höhe von 101,66 Euro dazu. Insgesamt kostet mich ein Minijobber, also dem ich 520 Euro zahle, 621,66 Euro pro Monat. Den zweiten Punkt, den höre ich auch regelmäßig, und zwar höre ich immer mal wieder, naja, 620 Kosten, das ist ganz schön viel, oder 520 Euro Bruttogehalt, so viel Arbeit habe ich ja gar nicht, ich würde gerne kleiner anfangen. Das Minijobverhältnis, also das 520 Euro Jobverhältnis, heißt nicht, dass du 520 Euro zahlen musst, überhaupt gar nicht, du kannst auch 50, 100, 200, 300 Euro bezahlen. Wichtig ist nur, dass du diese pauschale Abrechnung über die Minijobzentrale, die finanziell auch ziemlich attraktiv ist, die kannst du nur machen bis zu einem Betrag von 520 Euro. Das heißt, du kannst sie auch für jeden Betrag unter diesen 520 Euro anwenden. Deswegen, nein, im Minijobber musst du nicht 520 Euro zahlen und nur weil die Grenze jetzt gestiegen ist, heißt es auch nicht, dass du deinen Minijobber automatisch jetzt mehr bezahlen musst. Überhaupt gar nicht. Du kannst auch deine 450 Euro Kräfte, die du seit letztem Jahr hast, weiterhin 450 Euro zahlen. Überhaupt gar kein Problem. Das Einzige, was du einhalten musst, ist den gesetzlichen Mindestlohn. Und der Mindestlohn liegt seit dem 1. Oktober 2022 bei 12 Euro pro Stunde. Das heißt, du solltest deinem Mitarbeiter mindestens 12 Euro zahlen, aber wenn du magst, dann kannst du deinen Mitarbeiter auch nur eine Stunde im Monat beschäftigen und dann hat er halt ein Gehalt von 12 Euro. Der Mindestlohn von 12 Euro und die maximale Grenze von 520 Euro bedeutet dann auch gleichzeitig, dass du Minijobber maximal 43 Stunden im Monat beschäftigen kannst. Der dritte Fakt hat mit der Steuer zu tun, also mit der Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag. Das ist bei Minijobbern nämlich besonders. Normalerweise bekommt die Lohnsteuer ja immer das Finanzamt. Das heißt, das Finanzamt kümmert sich um die Steuer. Nicht so bei den Minijobbern. Bei den Minijobbern hast du fast ausschließlich mit der Minijobzentrale zu tun. Das heißt, auch da zahlst du die pauschale Steuer einmal im Monat mit den anderen Abgaben an die Minijobzentrale. Deswegen an dieser Stelle die Steuern für deinen Minijobber nicht ans Finanzamt überweisen, sondern mit den anderen Beträgen zusammen an die Minijobzentrale. Der vierte Fakt ist steuerlich ziemlich attraktiv, und zwar musst du Minijobverhältnisse in deiner Steuererklärung nicht angeben.
Und zwar vollkommen egal, ob du angestellt bist oder selbstständig bist oder sogar beides bist. Das heißt, wenn du ein sozialversicherungspflichtiges Hauptanstellungsverhältnis hast oder selbstständig bist und deine Steuererklärung machst, musst du tatsächlich die Nebeneinkünfte aus dem Minijob nicht mehr in deiner Steuererklärung angeben und dieses Einkommen da versteuern. Das heißt, das kannst du einfach unter den Tisch fallen lassen. Und das ist gar nicht mal so wenig, denn wenn ich 500 Euro im Monat verdiene, sind das immerhin auch 6.000 Euro im Jahr und die sind für dich als Angestellter in einem Minijob-Verhältnis tatsächlich steuerfrei. Der fünfte Fakt ist eine Antwort auf eine Frage, die ich in den Kommentaren von unseren Videos relativ häufig gelesen habe. Und zwar höre ich da immer wieder die Frage, ob man als Einzelunternehmen eigentlich überhaupt Mitarbeiter einstellen kann. Schließlich heißt es ja Einzelunternehmen. Und die Antwort ist ein ganz klares Ja. Kannst du ohne Probleme machen. Einzelunternehmen heißt nur die Rechtsform. Das heißt nicht, dass du immer alleine arbeiten musst. Übrigens, das wahrscheinlich größte Einzelunternehmen über viele Jahrzehnte in Deutschland war Anton Schlecker. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an Schlecker. Schlecker war sowas wie DM oder Rossmann, nur halt kleiner und nicht so schön. Und Anton Schlecker war tatsächlich in der Rechtsform des Einzelunternehmers aktiv und hatte eine fünfstellige Anzahl an Mitarbeitern als Einzelunternehmer. Wir lernen also, als Einzelunternehmen kannst du ohne Probleme Mitarbeiter einstellen. Und damit selbstverständlich auch Minijobber. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich mit so ein paar Unklarheiten in Bezug auf das Minijob-Verhältnis aufräumen. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du selbstständig bist und jemanden brauchst, der dir bei deiner Buchhaltung, Steuern und so weiter hilft, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Oder du schaust einfach erstmal eins unserer weiteren Videos auf diesem Kanal, zum Beispiel das hier oder das hier.